Hi, Frank Tausch hier, Filmkritik.tv. Heute bespreche ich Splice, das Genexperiment. Splice bedeutet im Deutschen etwas verbinden. In diesem Science-Fiction-Film fügen zwei übereifrige Forscher einem Cloning-Experiment menschliches DNA hinzu und kreieren ein Wesen, das Teil Mensch, Teil Tier und Teil Monster ist. Herzschlag stabil. Wenn wir jetzt keine menschliche DNA benutzen, wird es jemand anderes tun. Die Öffentlichkeit und die Politiker werden uns in Stücke reißen. Dafür gehen wir ins Gefängnis. Das Klonen von Menschen ist illegal. Das hier ist nicht menschlich. Jedenfalls nicht vollständig. Adrian Brody, der einen Oscar für Der Pianist erhielt, verbringt diesen Sommer mit Monstern und wir sehen ihn in einem Monat schon in Predators wieder. Sarah Pauli ist eine ebenbürtige Partnerin für ihn und sehr stark besetzt. Und Delphine Chaniak ist als neu kreiertes Wesen Dren hervorragend. Der Film ist thematisch hochaktuell. Reaktion und Verhalten der beiden Wissenschaftler sind aber stellenweise etwas absurd und unglaubwürdig. Und ich finde es schade, dass wir keine genaueren Einblicke in die Gefühlswelt und in die Gedanken von Splice-Ergebnis Dren erhalten, die genauso unheimlich wie anziehend ist. Stattdessen konzentriert sich hier alles auf die Probleme und Herausforderungen der Menschen um sie herum. Insgesamt ist der Film aber dennoch faszinierend, technisch gut, David Cronenberg lässt grüßen, und wesentlich besser, als der etwas lauwarme Trailer vermuten lässt. Jedenfalls, bis der Film am Ende etwas in Klischees gleitet. Niemand darf sehen, was wir erschaffen haben. Es altert schnell. Tage vergehen wie Minuten. Was sollen wir tun? Sie vor der Welt wegsperren? Wir haben die Regeln gebrochen. Wir haben eine Grenze überschritten. Der Film startet in Deutschland und der Schweiz am 3. Juni und ist ab 16 Jahren freigegeben. Ob und wann er in Österreich startet, ist zurzeit noch unklar. Ich gebe Splice ein B-, denn er ist definitiv gut genug. Lass uns deine Gedanken über den Film wissen. Wenn du dies bei YouTube siehst, bitte auf jeden Fall dran denken, zu werten, zu kommentieren und zu abonnieren. Und wie immer, viel Spaß im Kino. Für heute tschüss aus dem schönen Hamburg.